Hallo ihr Lieben, das was ihr hier seht, ist eine Skulptur mit dem Namen Tiger and Turtle. Sie ist aufgebaut wie eine Achterbahn, ist aber eine Skulptur, auf der man gehen kann. Diese Skulptur befindet sich in Duisburg-Warnheim auf einer Halde, die ehemalige Zinkhütte SAG Sudamin. Erbaut wurde sie im Jahr 2012. Wir gehen jetzt da hoch, dort werde ich euch ein bisschen zeigen, wie es da oben aussieht und vielleicht kriegt ihr ja auch Lust, dort mal hinzugehen. Alles Weitere seht ihr in der Kanalbeschreibung. So sieht es dann aus, wenn man hier oben angekommen ist. Das ist die Skulptur Tiger and Turtle. Der Looping, den man hier sieht, der ist nicht begehbar, der ist geschlossen. Allerdings ganz oben, sieht man von hier aus nicht, sind drei Kameras, die das ganze Gelände hier überwachen. Unter anderem auch, wenn hier Not am Mann sein sollte, bei Unwetter beispielsweise, darf die Skulptur nicht betreten werden. Was ist heute los mit mir, verflucht? Dies sind die Regeln, die Hinweise zur Benutzung, was man darf und was man nicht darf. Ihr dürft einmal auf Pause drücken und euch das durchlesen. These are the rules to have access to the sculpture. Press pause and read carefully. Ja. So, jetzt gehen wir einmal links lang. Könnt ihr den Wind pfeifen hören? Ja, schön windig hier oben. So ungefähr 20 Meter Höhe. That's how it is. Aber sind mehr. Dies ist der höchste Punkt auf der linken Seite. Und hier habe ich eine Aussicht in Richtung Osten von Duisburg. Was heißt das? Egal, kannst du mir nachher sagen. Conclusion Looping. Hier geht es nicht weiter. Da oben sind die Kameras. Der große Bruder sieht euch. Und da kommt die Straßenbahn. Die Linie 903 in südlicher Richtung nach Hüttenheim. So, jetzt gehen wir rechts nach oben. So, da oben ist wohl der allerhöchste Punkt vom Tiger and Turtle. Der noch höhere Punkt wäre im Looping, aber den kann man nicht begehen. Dies ist der höchste Punkt von Tiger and Turtle. Sind ungefähr 20 Meter? Ja, um die 20. Um die 20 Meter. Höher wird es nicht, außer man könnte im Looping, dann wäre man schon 30 Meter höher. Aber das ist leider technisch nicht möglich. Hier die Aussicht in Richtung Süden, wo es schon nach Düsseldorf hingeht. Aber den Fernsehturm sieht man nicht. Zu weit. Leider ja. Ja doch, man sieht ihn. Auf der Kamera aber nicht. Hier ist das andere Ende des Loopings. A ovdje vidite drugi kraj loopinga. Nažalost, ni tu ne možemo da priđemo. Aussicht in nördlicher Richtung. Aussicht in westlicher Richtung. Aussicht in südlicher Richtung. Aussicht in westlicher Richtung. Yeah, that was awesome. Ovaj monumentalni objekat nalazi se u Duisburgu. Dođite i sami, vidite što je, a mi idemo dalje. Ćao! Ćao!